Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ich habe ein paar Dinge, die ich euch an dieser Donnerstagabendaufnahme, ich hoffe, dass ich das noch heute Nacht online bringen kann, mit auf den Weg geben möchte. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört ihr es an meiner Stimme, deswegen hat das jetzt alles relativ lang gedauert. Naja, gut. Der Entschuldigung genug, jetzt erstmal hier, worum es geht. Also es gibt mal wieder die Trollforge Blade, also mal wieder, es gibt mal wieder ein Armor Pack, wo man die Trollforge Blade Mail in Plus bekommt. Kann man sich kaufen, bin ich persönlich dagegen, wisst ihr. Es sei denn, ihr habt Geld zu viel und habt das Spiel gerade angefangen, aber auch dann ist es eigentlich Blödsinn. So, dann haben wir hier einen neuen War, den ich euch gerne dann nachher nochmal zeigen möchte. Da gab es nämlich auch eine Veränderung in den War-Belohnungen. Dann haben wir hier diese Gemsplosion. Ja, ist eine schöne Sache, aber ganz ehrlich, ja. Überlegt es euch selber. Also eine Monorüstung mit den Werten ist klasse, aber ja. Überlegt euch, ob ihr sowas braucht und dann auch noch für 5000 Gems. Der Heroic Mode ist mal wieder da. Und ich habe mich ja am Anfang drüber gefreut, dass der wieder da ist. Dann habe ich hier oben auf das Datum geguckt, beziehungsweise habe geguckt, als ich draufklickte, warum ist nur noch so wenig Zeit? Das zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier halt den Garki. Das ist eigentlich der, über den heute auch die Folge geht. Das ist eine Drohe, die böse und gemeine Zähne hat. Und dann gibt es hier natürlich auch noch den Battle Mode. Ja, also ich wollte gerne mit euch hier nochmal reingucken. Weil, also Kree, ihr habt echt den Popo offen, um es mal milde auszudrücken. Ich fand es vorher schon sehr schwierig, das zu erreichen. Ich finde, sie haben die Drop-Chance erhöht, auch wenn andere Leute wohl schon sehr viel Pech hatten. Und sehr oft wohl keine, wie heißen so, Star-Fragmente bekommen haben. Aber 7 Tage, wobei ich sagen muss, ich habe es an dem Abend sogar noch verpasst, also ich hatte nicht mal 7 Tage, wo ich wusste, dass dieses Event läuft. Und dann soll man hier wirklich 16 Fragmente, 16 Sterne und die ganzen Fragmente dazu sammeln. Also ich finde natürlich, dass eine Epic-Rüstung was Besonderes sein soll und alles. Aber das ist einfach nur fies, gemein und bösartig. Und ich hoffe, dass Kree sich jetzt ins eigene Fleisch schneidet und hoffe, dass von euch nicht allzu viele Leute da jetzt Gems reinbuttern ohne Ende, um danach noch die Plus-Version zu bekommen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich viele Gems kostet und vor allen Dingen auch Zeit. Überlegt mal, ihr müsst ja praktisch die ganzen 7 Tage müsst ihr nur an diesem Spiel sitzen und die ganze Zeit daran zocken. Selbst wenn ihr Gems ausgebt, das ist, sind Stunden, die ihr dafür braucht, ja. Und versteht mich nicht falsch, ich mag Computerspiele, ich mag Handy Games, Android Games und was nicht alles, aber es sollte noch ein bisschen Leben nebenher geben. Und ich werde später froh sein, wenn ich überhaupt die normale craften kann. Und von den Werten her ist die nicht schlecht. Aber ich werde mir dann auch überlegen, ob ich die behalte oder nicht, weil es halt nur eine Monorüstung ist. Und also ich bin echt richtig, richtig sauer. Wenn sie wenigstens machen würden, dass man immer ein Sternenkristall bekommt, dann würde ich sagen, hey, okay, es geht wirklich darum, ein paar Mal die Dinger durchzuroppen, dann wäre es irgendwo schaffbar. Man müsste wahrscheinlich trotzdem noch Gems ausgeben. Es sei denn, man schläft nur 4 Stunden nachts und tagsüber hat man keine Verpflichtungen, kann die ganze Zeit ans Handy gehen, ja. Aber ich finde, so werden gerade die jungen Leute, die zum Beispiel in der Schule sind, werden von der Schule abgelenkt, weil sie alle, weiß ich, wie viele Minuten dann ans Handy dran müssten, theoretisch, um da irgendwelche Battles zu machen, wenn die Energie wieder aufgefüllt ist. Oder andere Leute, die auf der Arbeit sind, ja, mich persönlich regt es auf. Theoretisch sind auf meinem Arbeitsplatz Handys sowieso verboten. Ja, ich arbeite im Krankenhaus, ja. Und da sollten eigentlich dort, wo ich arbeite, in diesen Abteilungen, sollten eigentlich gar keine Handys benutzt werden. Und prinzipiell, finde ich, gehören auch Privathandys nicht auf die Arbeit an sich, ja. Also selbst dort, wo es eigentlich gestattet ist, mich regt es auf, wenn ich da Leute auf.
sie, die da ihre WhatsApps oder Line oder was auch immer das alles sich heißt und kontrollieren und da schreiben und dort machen. Selbst wenn es immer nur ein paar Minuten sind, das läppert sich zusammen, ja. Da denke ich mir auch immer, weißt du, ich mache das nicht und arbeite dafür lieber die Zeit, weil es Arbeitszeit heißt und nicht Privatvergnügenzeit. Also das sind halt so Dinge, ja, wo ich halt echt sage, wie, das ist für Powergamer vielleicht irgendwie noch erreichbar, ohne größeren Gem-Einsatz, wobei ich auch da behaupte, das geht nicht ohne. Und der Rest, der wird einfach nur zur Kasse gebeten und es tut mir einfach leid, das finde ich richtig schlecht, das finde ich böse, das finde ich gemein. So, das dazu. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde. Ich bin im Augenblick, ja, das möchte ich mir gleich angucken. Ich bin im Augenblick hier, habe hier zwei Stück voll. Ich werde wahrscheinlich heute noch gucken, dass ich die Skeletons-Tomb hinkriege, dann vielleicht noch die Flaming Wildwood. Ja, man muss eigentlich zwei pro Tag schaffen, um überhaupt irgendwie hier gut voranzukommen. Ja, also zumindest ich jetzt, weil ich ja auch die ersten Stunden einerseits verschlafen, andererseits verschlafen habe. Also einmal wirklich geschlafen und einmal einfach nur nicht mitbekommen habe, weil ich halt auch andere Dinge zu tun habe mit Familie und Privatleben und Sonstiges. So, das dazu. Dann eine Änderung, die ich persönlich relativ begrüße, wobei ich mir da auch, mich da auch frage, natürlich ist es so, dass Cree da bestimmt kein ja gut, das kann man stehen lassen, das muss ich nachher nicht weglöschen, dass Cree natürlich damit trotzdem mehr Leute an die Kasse bitten möchte. Für Gilden vom auf dem Rang 1 gibt es zweimal diese Belohnung in Plus. Das wiederum finde ich irgendwo blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich kostet es einen sau viel Echtgeld, / Gems, wenn man hier Gilde mit Platz 1 haben möchte. Aber diese Leute sind im Normalfall ja auch wirklich schon super ausgestattet. Und jetzt gibt man denen auch noch zwei Epic Plus Rüstungen. Lasst mich mal kurz überdenken, wie ich das jetzt am besten ausdrücke. Ich finde es bescheiden. Prinzipiell ja, dass die irgendwas dafür verdient haben. Ich weiß es halt nicht, ja. Die einzige Hoffnung ist, dass es ihnen dann irgendwann so langweilig wird, das Spiel, dass sie aufhören zu spielen, dass irgendwann alle weg sind, die mehr Geld für dieses Spiel ausgeben als ich, sodass ich auch irgendwann mal Platz 1 werde. Aber gut, das nur soweit. Also zweimal die Plus Armor. Toll finde ich allerdings, dass es jetzt bis Rang 3 die Plus Armor gibt. Soweit ich weiß, war das ja früher nicht der Fall. Da gab es, glaube ich, ab 2 schon die normale. Das ist jetzt von 4 bis 10 gibt es die normale dann nur noch in Anführungsstrichen. Und das Interessante ist, dass es die normale jetzt allerdings auch bis 25 gibt. Was ich wiederum halt richtig cool finde. Weil das wiederum auch für normale, also normale Gilden, normal, abnormal, wie auch immer, das auch schaffbar ist. Jetzt wird es allerdings aber auch so sein, dass halt viele Gilden, also ich glaube, dass das Niveau und das Gem-Level einfach noch mehr angehoben wird, weil halt auch viele dann hier drauf gemmen werden. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, wer braucht denn dann noch Platz 4 bis 10? Dann wollen sie doch alle nur unter die Top 25 kommen, ja. Weil ob du jetzt 15 Darkprince Keys bekommst oder 10 oder ob das jetzt 10 Fusionsboost oder 20 sind oder gar hier 30 oder 70 Gems, ich meine, die Gems sind sowieso voll hinfällig, das ist dann nur noch eine Prestige-Sache. Also ich denke, man könnte auch von 10 bis 25 einfach zusammenwerfen. Dafür meinetwegen hier noch eine Fusionsboost-Armor mehr und einen Schlüssel mehr oder was weiß ich. So, das dazu. Dafür entfallen die älteren Epic Armors, die man bekommen könnte. Seht ihr? Weg. Geht gleich weiter dann mit der normalen Legendary mit 4 Sternen. Wie gesagt, das hier finde ich eigentlich ganz nett. Ich glaube aber auch, dass Cree das gut ausgerechnet hat und vielleicht da auch schon Erfahrung mitgesammelt hat, dass sie so eher mehr Leute noch zum Gammen bekommen wird. Für mich persönlich wäre das jetzt natürlich auch eine Sache, die auch wirklich interessant ist, weil
Feuer, Wasser finde ich halt an sich coole Elemente. Es wird nur wahrscheinlich dieser erste Run ziemlich überlaufen sein, weil jetzt viele Leute halt die Lunte wittern und hier auf bis zu Platz 25 gehen wollen. Muss man halt einfach mal schauen, ja. So, das war dazu. Nochmal hier den Guild War aufrufen. Das wird endet am 17. Das wird ein 4-Tage-Guild War, oder? 3 Tage? Das ist 14., 15., also 14. ganz, 15. ganz, 16. ganz, 17. ganz. Ja, das wird ein 4-Tages-War. Sodass Quee halt da richtig viel Gems rausholen kann. Sage ich jetzt mal nichts zu. Prinzipiell, wie gesagt, finde ich es eigentlich eine tolle Sache. Sage aber auch völlig übertrieben, da 2 Epic Armors den ersten zu geben. Und es ist nicht aus Nettigkeit, dass sie das gemacht haben, sondern es ist wirklich, um die Leute abzuzocken weiterhin. So, wir kämpfen hier mal wieder in der Skeleton's Tomb. Und ich versuche mich jetzt gerade mal hier durchzukämpfen und natürlich dann auch den Epic Boss mal hervorzuholen. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich noch Energie frei habe. Ja. Ja, 2 pro Tag war jetzt auch übertrieben ausgedrückt. Ich habe jetzt noch 5 Tage Zeit. Theoretisch müsste ich einmal, ach verdammt, einmal 2 Leute, also 2 Stück schaffen und dann jeweils pro Tag einen. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich jetzt am Wochenende für 24 Stunden auf der Arbeit bin und ja, wie soll ich sagen, da ist halt wenig mit Computer einpacken und mitnehmen. Oder was ich natürlich machen könnte, wäre wieder hin und her transferieren und machen und tun. Aber ganz ehrlich, ich will es eigentlich nicht, weil eigentlich mich dieses Spiel im Augenblick, zumindest in diesem Heroic-Mode, sehr, sehr anbricht. Um auch da mal wieder mit salonmäßigen, nicht so schlimmen Wörtern zu hantieren. So, kämpfen wir hier mal. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste das noch passen, oder? Waren wir da schon durch? Ich bin mir gerade unsicher. Also ich kriege ja jetzt hier den anderthalbfachen Schaden, aber dafür teile ich auch den anderthalbfachen aus. Aber dieser Charakter ist halt leider auch nicht rüstungstechnisch so ausgestattet, wie ich es gerne hätte. Aber das klappt. Das sehe ich schon, das klappt. Das klappt sehr gut. Und das war zu früh. Ja, die Kiste an sich ist eigentlich nett gemacht, finde ich toll. Quee ist da ja auch immer relativ fantasievoll. Ach, wir waren jetzt hier bei 15. Auch hier so die Rüstung, die sieht ja schon toll aus mit so einem Schlüssel auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Kingdom Hearts kennt. Das spiele ich gerade mit meiner Tochter, die lernt lesen. Und ich habe halt ihr praktisch erlaubt, mit mir jetzt das Spiel zu spielen. Das ist in Amerika ab 7. Ja, hier in Deutschland ist es ein bisschen später angesetzt. Aber eigentlich ist es wirklich nichts Schlimmes, beziehungsweise solange sie das halt mit einem Erwachsenen zusammentut, der ihr halt auch ein paar Sachen erklärt und ihr da so ein bisschen zur Seite steht, denke ich, sollte das Spiel in Ordnung sein. Ja, und da geht es zum Beispiel auch um Schlüssel und so weiter. Deswegen kam ich jetzt darauf. Ja, die Werte von der Rüstung habe ich jetzt gar nicht besprochen. Machen wir jetzt gleich, falls wir nochmal hinkommen. Ansonsten gucken wir mal, dass wir hier jetzt ein paar Star Crystals bekommen. Also, wie gesagt, ich möchte euch da jetzt nicht überreden. Hier macht einen Aufstand gegen Quee und gibt da keine Gems aus. Aber überlegt es euch halt wirklich gut, ja. Vor allen Dingen nicht, dass ihr zwischendrin beim Gem ausgeben dann auf einmal denkt, ah, jetzt doch nicht. Und dann habt ihr halt schon viel Geld ausgegeben. Das wäre halt auch eigentlich schade, ja. Und ich finde halt auch wirklich, die Droprate ist gestiegen. Muss man ganz klar sagen. Aber sie ist nicht so hoch, dass es jetzt sich wirklich lohnt, dass man das riskieren muss. Ja. So, welchen nehmen wir als nächstes? Ich glaube hier... Nee, wobei mir der hier eigentlich besser gefallen würde. Dann der. Dann er hier. Und ich muss halt hier jetzt echt gucken. Was mich zum Beispiel wieder ärgert ist, da machen sie diese Neuerung mit den Epic-Rüstungen, machen sie kurz, nachdem ich hier alle Epics weggefused habe, ja. Und das ist echt ärgerlich. Also da
weil ich glaube, da wären einige schöne Epics rausgekommen. Und wenn nicht, wäre wieder eine andere Epic rausgekommen, die man dann ja vielleicht sowas Schönes hätte machen können. Ja, die Werte haben wir hier. Also wir sind bei 3000 und 100, 200, ja, jetzt bin ich gerade voll überlegen, 3213, oder? Das geht zu 3313. So, jetzt haben wir es. Gleich mal um 100 verrechnet. Man könnte meinen, dass ich krank bin. Ja, ansonsten möchte ich die Chance auch nochmal nutzen, um auf ein anderes Handyspiel hinzuweisen, das sogenannte Knights of Pen and Paper, was ich ja als Let's Play im Augenblick auch mache, wo ich sagen muss, dass ich da echt überzeugt bin von, weil es ein Spiel ist, was, also möchte jetzt hier keine Werbung für das Spiel machen, aber es macht halt Spaß und geldtechnisch im Vergleich jetzt zu Knights and Dragons zahlt man halt einmal am Anfang, damit man sich's runterladen kann und danach könnte man theoretisch noch Geld dafür ausgeben, aber es gibt halt wirklich keine Spielwährung. Also das finde ich einfach irgendwie cool an dem Spiel, ja. Man kann sich Vorteile kaufen, aber eigentlich alles, was es da so gibt, kann man sich auch kaufen, indem man einfach nur ein bisschen wartet und ein bisschen voranschreitet und ein bisschen levelt oder farmt, wie es so schön heißt. Und dann kann man sich die Sachen auch kaufen. Also das finde ich schon ziemlich cool gemacht, ja. Das, ja. Und das Spiel an sich macht halt auch großen Spaß. Und da möchte ich darauf hinweisen, da habe ich mittlerweile 6 Folgen im Kasten. 2 Stück stehen noch aus, die ich noch online bringe im Augenblick. Also die noch nicht für euch freigegeben sind, aber die noch kommen. Und ja, guckt da einfach mal vorbei, schaut es euch an. Ist eigentlich, wie gesagt, ein sehr, sehr nettes Spiel. Also nicht eigentlich, es ist ein sehr nettes Spiel. Gut, ich will jetzt mit euch gerade noch den Heroic Mode hier einmal durchmachen, nochmal gucken. Ah, wir können hier auch nochmal kämpfen, sehr schön. Und einfach mal schauen, ob von 2 Fights auch wirklich 2 Kristalle rauskommen. In meiner Gilde, in der einen hieß es jetzt letztens auch, da hat jemand, oh, jetzt müsste ich lügen, hoffentlich übertreibe ich nicht, 17 Mal und hat kein Star-Fragment bekommen. Das ist natürlich dann hart, ja, und dass man da dann auch ein bisschen Spaß am Spiel verliert, verstehe ich auch. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier einen auf wir machen die Zeit nach unten und so weiter, ja, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das halt noch mehr Druck auslöst. Deswegen also schreibt, wenn ihr wollt, irgendwelche Briefe an Cree oder sonst was, dass das halt, bevor sie so eine Abzocke machen, sollten sie es lieber ganz lassen, ja. Gut, es gibt bestimmt auch wieder Leute unter euch, die haben das alles schon. Schreibt das bitte auch in die Kommentare. Vielleicht glaube ich es manchen sogar, dass sie das alles schon am Craften sind und schon die Plus-Version vorbereitet haben, ja. Wobei das auch relativ wäre, weil ich glaube, so eine Rüstung dauert ja 3 Tage. Da es jetzt erst seit 2 Tagen läuft, wäre es ein bisschen unwahrscheinlich, dass man das jetzt schon als Plus-Version laufen lässt, aber gut, vielleicht hat auch jemand auch das dann tatsächlich mit Gems beschleunigt, aber gut, okay, ich möchte mich ja nicht beschweren. Und hier haben wir schon das nächste Fragment, also wie gesagt, ich glaube, die Drop-Chance ist wirklich hochgesetzt, aber das ist meiner Meinung nach unmöglich, was die da verlangen. Gut. Okay, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gemotzt. Wir können auch noch mal einmal hier drauf gehen, können uns das gerade angucken. Also wir kriegen hier für 10 Euro zu. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ich werde versuchen, das dann rauszuschneiden, tontechnisch. Ihr werdet jetzt vielleicht ein kurzes Moment ohne Ton gehabt haben. Wie peinlich. Ich wollte euch nicht ins Ohr niesen, aber es ging nicht anders. Ja, hier für 10 Euro. 42 gibt es hier diese Trollforge plus Geld, ja, also wenn es da Gems dazu gäbe, wäre okay, dann nehme ich doch lieber für 10 Euro Apples hier 65 Gems oder halt hier für ein paar Euro mehr, dann die 175, da habe ich mehr von, meiner Meinung nach. Gut, also, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.